Schön, dass ihr zur letzten Session den Weg noch gefunden habt. Die Sponsoren haben ja auch schon abgebaut. Ich hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen dran. Ach so, richtig, das Gerät für die Folien. Danke. Kann ich noch empfehlen. Titel wäre auch gut. Okay, Blick in den Werkzeugkasten. Wir schließen damit so ein bisschen den Kreis. Der Uli Kuster hat in der Keynote Extrem ja ein bisschen was über Werkzeuge gesprochen. Und wir reden da auch ein bisschen drüber. Allerdings verstehen wir Werkzeuge jetzt weniger in Richtung Xcode, Interface-Builder oder solche Dinge, sondern wir reden eigentlich eher von Code. Wer das falsch verstanden hat, kann jetzt noch in die Storyboards gehen. Ansonsten, die anderen sind jetzt halt hier. Ich bin Michael Lauer, das ist der Kai Teuber. Hallo. Und wir sind die App-Developers, wie man da links oben eingeblendet sieht. Wir machen das seit 2008 und haben den ein oder anderen Kunden bisher schon befriedigt, aber auch ein paar eigene Apps gemacht. iOS finden wir großartig, deswegen machen wir das hauptsächlich. Leider lässt sich's manchmal nicht vermeiden, dass der Kunde sich dann auch eine Android-Portierung wünscht. Und bevor man ihn dann wegschickt, sagt man, naja gut, dann machen wir das irgendwie auch. Meistens beschränkt sich das dann aber drauf, den Android-Freelancer zu bauchpinseln, wenn er irgendwie wieder über die Fragmentierung sich echauffiert. Sagen, ja, du machst das, das wird schon. Alles wird gut. Heute reden wir über so ein paar Probleme, die sich bei den ganzen Auftragsarbeiten oder auch den eigenen Aufgaben immer mal ergeben hat. Ich habe das so ein bisschen gegliedert, dass ich so 6, 7 Punkte genommen habe, wo echte Anforderungen des Kunden gekommen sind, die wir dann irgendwie möglichst kurzfristig lösen mussten. Und die Idee dabei ist, jedes Projekt ist natürlich anders, aber oft sind die Dinge auch irgendwie gleich wieder. Das heißt, es ist gar nicht so verkehrt, wenn man das, was man dann gelöst hat, sich irgendwo hinspeichert und dann nochmal benutzt. Das ist der Ablauf. Die Titel sagen euch jetzt eh nichts, deswegen können wir das auch lassen. Aber vorab, bevor wir über diese konkreten Probleme reden, nochmal so 2, 3 kleine Sachen, die man wirklich beherzigen sollte. Bitte nehmt Versionskontrolle. Es ist wirklich wichtig. Es gibt immer noch Leute, die ohne Versionskontrolle arbeiten auf diesem Planeten. Es ist kaum zu glauben, aber wirklich wahr. Wir nehmen Git, weil wir das am besten finden. Die Sponsoren von GitTower, weiß ich nicht, sind die noch da? Schade. Die hätten jetzt auch gesagt, ja, Git ist super, vor allem das Frontend. Und ihr könnt irgendwas nehmen, selbst CVS oder RCS, wenn es sein muss. Hauptsache ihr nehmt irgendwas. Ist extrem wichtig, weil es kommt immer mal den Moment, wo der Kunde den Stand von vor 3 Jahren, da war der Bug doch auch schon drin. Nee, war er nicht. Gucken wir mal. Bitte verwendet einen Bug-Tracker. Auch wenn ihr für Kunden irgendwas macht. Wir haben mittlerweile es tatsächlich geschafft, dem einen oder anderen Kunden anzuerziehen, unseren Bug-Tracker zu benutzen und uns bitte keine Excel-Listen zu schicken, wo die versioniert sind durch den Dateinamen oder so. Es funktioniert, ja, wenn man sich die Leute so ein bisschen an die Brust nimmt und an die Hand, dann funktioniert das. Wir nehmen, was nehmen wir? Redmine. Richtig, wir nehmen Redmine und das ist super. Bis auf, das ist ein bisschen schwer zu installieren, weil es in Ruby geschrieben ist. Aber es gibt so fertige VMware-Images oder irgendwas. Auch hier gilt wieder, egal was ihr nehmt, nehmt irgendeins. Jede strukturierte Art, über Bugs zu reden, ist besser als Excel-Listen. Ein bisschen Architektur hilft. Auch wenn die Zeit drängt, auch wenn die Deadline gestern ist und der Kunde sagt, hier, das muss aber jetzt sitzen, und ihr wisst, nee, ich muss das ein bisschen konzeptionieren. Nehmt euch die Zeit und denkt kurz drüber nach, bevor ihr es runterklopft oder von irgendwo her kopiert. Es lohnt sich. Und den letzten Tipp, schreibt euch eine Bibliothek. Es ist immer gut, Sachen nicht rein zu kopieren oder so, sondern sowas wie eine statische Bibliothek zu haben oder sogar ein Framework. Irgendjemand hat mal gesagt, bei iOS geht das nicht mit Frameworks, das geht aber doch. Das funktioniert mit Custom Frameworks. Da gibt es auf GitHub auch so ein paar Anlaufstellen. Ich habe die in den Links, habe ich nochmal eine zusammengestellt. Das funktioniert wunderbar. Und seitdem wir ein Framework nehmen, brauchen wir da auch nicht irgendwelche Source-Pfade in die Include-Headers zu nehmen und irgendwelche Faxen zu machen. Framework reinziehen und funktioniert. Also eine Bibliothek ist gut. Zwecks Reuse. So, jetzt gehen wir mal rein in die Anforderungen, in die konkreten. Eine, die wir oft haben, ist zum Beispiel: Bitte verlängert das Startbild um 30 Sekunden. Hatten wir zum Beispiel bei einem Kunden, der so ein großes Magazin gemacht hat und der hat jetzt auf den Default-PNG die aktuelle Ausgabe gelegt.
So, und damit die nicht so schnell weg ist und der User unbedingt 45 Sekunden lang schauen muss, das ist immer noch die 2012er5, sollen wir das verlängern. Gut. Erste Idee, NS Thread Sleep until 30 Sekunden in der Application did finish with launching. Wer hat das schon mal probiert? Keiner. Wen hat der Watchdog schon mal gekillt? Gut, da sind wir wenigstens nicht ganz alleine im Boot. Vielen Dank, ja. Also nach 30 Sekunden, glaube ich, ist Schicht im Schacht, wenn man Application did finish with launching irgendwas macht. Wir wollten das eigentlich auch zeigen. Wir müssen mal gucken, ob wir das zeigen können. Das ist gar nicht so einfach mit dem Startbild verlängern. Das muss man dem Kunden dann erzählen. Ich habe da keine Kontrolle drauf. Das macht irgendwie das Springboard. Ja, was ist denn das Springboard? Ja, das ist dieses Programm, was dir die bunten Icons anzeigt. Ah, okay. Ich muss das irgendwie wieder anzeigen, wenn die Kontrolle dann überspringt zu meiner App. Und dann muss ich irgendwie gucken, welches ist das richtige Default.png. Also da kann man schon mal ein paar Stunden Aufwand für abrechnen. Gut, oft ist dann die Frage, bitte während der Anzeige des Startbildes irgendwelche Daten vom Server laden. Und dann haben wir das mittlerweile so gemacht. Wir haben eine eigene Klasse geschrieben, die heißt einfach LT-Splash-Screen-Controller. Und die verwenden wir wie folgt. Bei Application did finish launching with options setzen wir den Root-View-Controller auf dieses Ding. Ohne irgendwelche Parameter. Parameter sind überbewertet. Der macht das automatisch, zieht sich das richtige Default.png raus. Je nachdem, in welcher Orientierung wir sind, auf welchem Device wir sind, etc., etc. Und der Witz ist dann, damit wir nicht getötet werden vom Watchdog, Perform Selector Deferred Launching. Deferred Launching ist dann so eine Methode, die wir so nennen, da könnte dann die wirklich vielen komplexen Dinge tun. Der Witz ist nämlich der, eigentlich guckt das iOS gar nicht ständig nach, ob ihr noch da seid. Vielleicht tut es dann später nochmal, aber mindestens beim Start reicht es einmal kurz zu sagen, hallo Mainloop, ja, ja, ich verarbeite ganz toll viele Events, ich bin da. Und danach könnt ihr richtig, richtig reinknallen, richtig minutenlang irgendwelches Zeug tun, wenn ihr wollt, ohne gekillt zu werden. Das funktioniert. Wir können es kurz mal zeigen. Mhm. Gut, wir haben das im Prinzip genauso vorbereitet, wie Micky gerade schon sagte. Wir hatten eigentlich jetzt mal vor, in der Application did finish launching with options einfach mal hier 60 Sekunden zu warten. Das Problem, in welches wir jetzt gleich damit hineinlaufen, ist, dass uns der Simulator genau an dieser Stelle einen Strich durch die Rechnung macht, weil der keinen Watchdog hat oder aufgrund des Debuggers ist der wohl von Apple deaktiviert worden, so dass das im Simulator ein wunderbarer Testfall ist, der nämlich durchläuft. Jetzt hat uns leider Apple heute einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, indem man keine Geräte heute registrieren kann, weil, oh Wunder, das Developer-Portal wegen Wartungsarbeiten heute geschlossen ist. Gut, deswegen brauchen wir auch keine 60 Sekunden wertvollste Präsentationszeit zu verschenken, indem wir warten. Das wird jetzt noch so weitergehen, bis einer abschießt. Genau. Also auf dem Gerät würdet ihr im Prinzip das sehen. Wie Micky jetzt eben schon anführte, kann man einfach ein Perform Selector with Delay machen. Ups, wo ist die Shift-Taste hin? Die Shift-Taste hast du gefunden, aber das, du musst auf das 7. Nee. Nein. Wer hat die Tastatur umgemappt? Command Z. Command. Das ist eine. Das ist eine gute Idee. Sehr gut. Genau. Also im Prinzip war jetzt die Idee, normalerweise das auf dem Gerät zu zeigen. Wenn man das im Deferred Launching tut, dann würde das Ganze im Prinzip das überstehen. Aber wie gesagt, wir können es nicht zeigen. Da wir es jetzt hier nicht sehen, stellt ihr euch einfach vor, dass das genauso funktioniert. Eine Hürde noch, wenn man es dann versucht und sich dann wundert, warum der Watchdog einen immer noch nicht abschießt. Solange der Debugger dran hängt,
macht das auch nicht. Also richtig Stecker ziehen, starten, 30 Sekunden warten, schwarz. Okay, nächster Punkt. Aktivität zeigen. Also, oder zumindest so tun, als passiert irgendwas. Oder den Nutzer sagen, ganz sicher passiert da irgendwas, nur kannst du jetzt momentan trotzdem nichts machen. Gibt es da zwei Möglichkeiten. Bitte das Netzwerkrädchen drehen, während Daten geladen werden. Dieses Netzwerkrädchen da oben, leider funktioniert dieser Laserpointer nicht. Ich habe es da extra nochmal eingeviereckt. Das kann man setzen. Eine blöde Sache dabei ist, dass das irgendwie nicht so, nicht reentrant ist oder wie so eine rekursive Mutex funktioniert, sondern das ist einfach so, ich mache das Licht an oder ich mache das Licht aus. Deswegen muss man sich da eine kleine Klasse schreiben, der erste macht das Licht an, die letzte Kuh macht das gerade dazu und dann ist es halt wieder aus. Das ist so trivial, dass wir es hier gar nicht zeigen. Dann, was oft kommt, ist so in der App. Bitte die Eingabe sichtbar blockieren, wenn Daten geladen werden. Wir haben dann auch mal eigentlich versucht, das ist ja gar nicht so toll eigentlich. Am schönsten wäre es ja, wenn die Daten irgendwie häppchenweise geladen werden. Man sieht dann auch schon irgendwas, kann mit dem Teil der Daten schon interagieren. Hintergrund werden die nächsten geladen. Das war den Kunden dann irgendwie zu, das ist irgendwie, ja, das zuckelt oder dann kommt ja noch mehr und ich sehe das dann. Bitte erstmal blockieren, dann in einem Rutsch anzeigen. Gut, der Kunde ist König, ich hätte es anders besser gefunden, aber da muss man sich irgendwas überlegen, um den View zu blockieren und am besten auch nur den View. Dazu gibt es auf GitHub viele Möglichkeiten. Von Apple selbst gibt es diese UI Progress HUD, die in ihren eigenen Apps verwenden. Die ist natürlich privat, also musste irgendein Replacement her. Da benutzen wir MB Progress HUD. Oft machen wir das so in den Apps nach so einem Schema. Also ich habe jetzt hier mal eine Table View basierte App, wo dann irgendwelche Data Sources befüllt werden, während View did load, respektive View will appear. Das sehen wir auch hier. Da wird dann so eine Data, das ist kein Laserpointer. Da wird dann die Data Source mit load next page befüllt. Das war dann irgendwie synchron passiert. Synchron werden da Daten geladen, deswegen verlagern wir das im Hintergrund, damit das Rädchen auch Gelegenheit hat, sich zu drehen und wir den Main-Thread nicht blockieren. Und irgendwann würde diese Data Source sich dann melden, wenn das fertig ist und dann laden wir die Table View neu und automatisch verschwindet dieses MB Progress HUD. Wir können mal zeigen, wie das Ding aussieht. Da gibt es verschiedene Stile. Der Default-Stil ist... Jetzt kämpfen wir erstmal hier wieder mit der Tastatur. Ach so, richtig. Aber das kriegen wir auch noch hin. Also, wir haben im Prinzip jetzt hier einen MB Progress HUD, der einfach auf eine Action reagiert. Die wird von einem Button ausgelöst. Das seht ihr auch gleich. Das Ding macht jetzt in einem Background-Task eigentlich keine wirkliche große Magie. Es zählt im Prinzip einfach nur ein paar Zahlen hoch und benutzt das Ganze dann, um etwas unter dem Spinner anzuzeigen. Das werdet ihr auch gleich sehen. Das lassen wir einfach mal laufen, beziehungsweise du wolltest auf die Stile nochmal? Was wollte ich? Ah ja, Stile. Ja, lass mal laufen. Es gibt den ganz normalen Activity Indicator Stil, dass der sich dann so tot dreht. Dann gibt es auch so Progress-Stile. Das ist jetzt der Activity-Stil, da dreht sich das Rädchen und man kann irgendwelche mehr oder minder informativen Zusatzinformationen noch anzeigen. Hier gibt es auch noch eine Möglichkeit, wo man nur so ein Confirmation-Message in MB Progress HUD zeigen kann. Das ist auch ganz hilfreich. Ja, typischerweise funktioniert es übrigens, also diese Methode, die ihr da seht, die gibt es nicht im offiziellen MB Progress HUD. Die haben wir hinzugefügt. Ich bin so ein Blog-Fan. Wer in dem Vortrag gestern vom Armin war, weiß, dass man da ein bisschen aufpassen muss und ja, Blogs sind cool und alle Leute machen jetzt Blogs und selbst zum Iterieren benutzen wir jetzt einen Blog und keine Vorschleife mehr. Ist natürlich nicht ganz die ganze Wahrheit. An bestimmten Stellen ist es hilfreich, die Blogs zu verwenden. Werden wir auch noch mal sehen. Aber er hat natürlich recht, man darf es jetzt nicht nur, weil es neu ist, überstrapazieren. Aber der Witz an der Sache ist, dass ich das, was im Hintergrund läuft, direkt an der Stelle einfach sehe, weil ich es hinschreibe und nicht irgendeinen Selektor performe, wo ich dann wieder gucken muss, wenn ich das versuche nachzuvollziehen, wo läuft denn der Kontrollfluss jetzt wieder hin, während der Selektor aufgerufen wird. Ja. Genau. Wir haben hier unten schon
ein auskommentiertes Done. Im Prinzip einfach als Hinweis, man möchte ja oft gerne den View irgendwie blockieren, während man etwas tut. Und ich habe jetzt hier mal eine kleine Done-Methode, die einfach nur über eine Animation eine Hintergrundfarbe setzen soll. Und wenn die Farbe erreicht wurde, die Animation als abgespielt wurde, wird wieder die alte Farbe zurückgesetzt. Einfach mal so als visuelle Geschichte. Das heißt, wir laufen jetzt quasi hier einfach ganz normal durch den Spinner und wenn der fertig ist, soll er diese Done-Methode aufrufen. So, und wenn wir hoffentlich das Richtige sehen, dann fällt uns auf, dass das nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. So richtig schön animiert ist es nicht. Woran liegt's? Wer ist noch wach? Freiwillige vor? Ja. Richtig. Richtig. Genau. Auch hier ist es wieder so, man muss immer achten drauf, wenn man irgendwelche Sachen in Background-Queues abläuft, dass man das Ergebnis dann, wenn man das präsentiert, natürlich in die Main-Queue dann reinschickt. Hat der Kollege jetzt gemacht und siehe da, jetzt fadet es hoffentlich schön. Das ist auch ein Muster, was Apple gerne propagiert. Dinge im Hintergrund tun und dann die Sachen, die im Vordergrund wieder ablaufen sollen, wieder in die Main-Queue dispatchen. Das Blöde an der Sache ist, dass es halt, also bei so einer Animation sieht man das ja direkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Leider funktioniert es ja oft ziemlich gut, dass man irgendwelche UI-Kit einfach mal so von verschiedenen Threads ausruft. Das hat dann halt nur merkwürdige Artefakte. Es dauert dann mal 4 Sekunden, bevor irgendwie eine Farbe gewechselt wird oder ein Label sich update. Und man denkt, oh, was ist denn da los? Ist mein Programm wirklich so langsam? Also wenn so ganz merkwürdige Dinge passieren, das Programm aber nicht abstürzt, Threads angucken oder Queues oder was auch immer. Es könnte daran liegen. Ja? Inwiefern unterscheidet sich das zu einem Run-Perform Selector und Main-Thread? Gar nicht. Im Prinzip gar nicht. Das ist eigentlich semantisch äquivalent. Ja. Gut. Nächster Punkt. Ein bisschen Interaktivität. Also das war jetzt gar keine Interaktivität. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Wenn wir über Interaktivität reden, aber nicht so groß komplexe Dinge tun wollen, dann machen wir UI Action Sheets. Die sind wunderbar. Zum Beispiel gibt es die Anforderung, bitte auf Drücken AI einen Standarddialog zeigen, mit dem Espresso oder die Handelsseite aufrufen kann. Und dann nimmt man natürlich das Action Sheet, da kann man schnell mal ein paar Buttons unterbringen. Vor iOS 4 hat uns das immer ein bisschen genervt, dass man dann auch das mit dem Selektoren und wenn man dann irgendwie 2 Action Sheets hatte im selben Objekt, dann muss man entweder verschiedene Delegate-Objekte nehmen oder dann irgendwie da If-Kaskaden abfahren und das. Seitdem es die Blocks gibt, finde ich das toll, dass das mit Blocks machen kann. Deswegen haben wir mal sowas wie ein LT-Action-Sheet geschrieben. Das kann man wunderbar benutzen, indem man einfach sagt, ich füge einen Button mit einem Titel hinzu und wenn der halt gerufen wird, dann gibt es einen Block. Und als Sahnehäubchen obendrauf verschwindet der View dann auch noch von alleine, wenn der Block fertig ist. Dann kann man das zum Beispiel so machen. Ich finde es besser, weil es das, was passiert dort, wo es passiert, ein bisschen bündelt. Es ist ein bisschen Geschmackssache, wie man die Code-Ästhetik so sieht. Ja, wollen wir das zeigen? Oder? Du hast erst noch den Alert, glaube ich. Genau. Komplexer wird es, wenn man den UI-Alert-View nehmen möchte. Hier habe ich mal, um die Schuldigen zu schonen, ein bisschen weggewischt. Man kann es natürlich überhaupt nicht mehr erkennen, wo das herkommt. Also bitte beim ersten Start nach Zugangsdaten, Gastzugang oder Neuregistrierung fragen, es war so eine Anforderung. Gut, das jetzt kann man natürlich überlegen, da macht man eigentlich einen eigenen View-Controller für und macht dann ein schönes Login-Fenster und zeigt die Stati immer an. Ja, da fehlen irgendwie Daten oder Passworte stimmen nicht überein. Wenn es aber dann heißt, übrigens brauchen wir das noch bis gestern, dann macht man es halt doch ein bisschen schneller und dann machen wir eine LT-Alert-View. Auch hier wird es extrem ekelhaft, wenn man das verschachteln möchte. Wer das schon mal gemacht hat mit einem Delegate, sieht dann wirklich die If-Kaskade. Jetzt kann man arglistig sagen, das sieht nicht weniger ekelhaft aus, aber
ich finde das gar nicht so verkehrt. Der Witz an der Verschachtelung ist eben auch der, dass ich durch die Closures, die Blocks bilden ja Closures, das heißt, die capturen ihren Kontext, sprich, ich kann auf Variablen außerhalb aus dem Outer-Kontext zugreifen und dann kann ich zum Beispiel im Block des Sheets, was das Passwort verifiziert, einfach auf das Passwortfeld des vorhergehenden Alerts irgendwie nochmal zugreifen und da nochmal gucken, was da los ist. Ich finde das eleganter. Vielleicht mal ein kleineres Beispiel dafür mit echten Daten. Genau. So. Also wir haben hier einen ganz einfachen, der zurzeit noch gar nichts tut. Also hier sind jeweils Nil-Blocks drin. Ich glaube, der Simulator läuft noch, dann brauchen wir das Ganze nicht neu kompilieren. Also der ist jetzt relativ unspektakulär. Er macht nämlich einfach nichts, wenn man auf die Buttons drückt. Aber dafür brauchst du auch nicht viel Code. Richtig. Richtig. Ich habe schon mehr Code gesehen, der nichts tut. Das stimmt durchaus, ja. So, wir tauschen das Ganze jetzt mal. Hier oben bleibt quasi der alte Alert stehen und wir haben auf einen Block hinzugefügt, der die Hintergrundfarbe grau, einfach green setzt in dem Fall. Und um jetzt nochmal diese Verschachtelungsproblematik ein bisschen zu illustrieren, haben wir auf Nay einen neuen Alert, den wir öffnen, hinzugefügt. Und der fragt dann einfach nochmal, willst du rot oder grau haben? Und wird dann quasi hier innerhalb des Blocks geschaut. Das hat dann im Prinzip den charmanten Vorteil, dass wir uns diese ganzen Delegates etwas sparen und der Code, wie Micky schon anführte, an der Stelle bleibt, wo er letztendlich auch ausgeführt wird. Es ist zumindest etwas lokalisierter und wenn man das dann in ein anderes Projekt kopieren will, dann braucht man keine 50 Methoden zu kopieren, sondern nur eine, die vielleicht ein bisschen zu groß ist, aber das ist eine Stilfrage. Genau. Dann gibt es übrigens noch eine kurze Sache, vielleicht noch machen wir den Alert View with Auto Dismiss. Das ist auch eine ganz nette Geschichte. Oft hat man auch nur, dass man dem User mal kurz eine Warnung um die Ohren werfen möchte und möchte nicht darauf bestehen, dass er die abnickt. Wenn es nicht so wichtig ist, dann kann man die von alleine abnicken lassen. Und da gibt es dann einen Aufruf Show with Auto Dismiss und dann gibt man dann NS-Time-Intervall auf und dann schießt er sich selber ab. Das war übrigens bei der Konvertierung zu ARC ein ganz, ganz schwieriges Problem. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Übrigens, den ganzen Code, die ganzen LT-Irgendwas-Dinger, die laden wir nach der Merkun auf GitHub hoch und dann könnt ihr die selber haben und benutzen. Das ist alles kein Rocket Science, aber es ist nett, das zu haben, weil es einfach Zeit spart. Gut, machen wir weiter. Nächster Punkt war entfernte Bilder. Hier habe ich vergessen, die Schuldigen, Jetzt fällt dir schon aus Schock dass der Sender runter. Ich habe vergessen, die Unschuldigen zu streichen. Das ist eine App, die wir für jemanden geschrieben haben, wo entfernte Bilder drin sind. Also Bilder, die man nicht direkt zur Laufzeit mitschippt, sondern eben vom Server später lädt. Das ist irre oft der Fall. Da gibt's auch von Apple Sample Code. Ich glaube, als wir das Problem hatten, das ist eine der ersten Apps, die wir geschrieben haben, deswegen bitte nicht zu hart urteilen, gab's diese Klasse noch nicht und deswegen mussten wir selber eine schreiben. Die heißt bei uns LT Lazy Image View. Und die Idee ist eben, dass man eine URL mitgibt und auf Wunsch vorher erstmal irgendeine Art Platzhalter anzeigt. Und dann soll man natürlich auch noch darauf reagieren, dass wenn das Bild aus irgendwelchen Gründen sich nicht laden lässt, man dann irgendwie Image broken, dieses Bild nicht da oder so. Außerdem ist oft die Anforderung, bitte die Bilder nicht bei jedem Start neu laden. Das heißt, man muss irgendeine Art Persistenz implementieren. Das heißt, wir cachen das dann eigentlich nochmal irgendwie on disk. Ja, man kann ganz kurz hier mal zeigen, wie das ein bisschen aus der Header-Datei. Wir haben hier jetzt mal so drei Placeholder-Styles implementiert, also Platzhalter-Stile. Das heißt, das eine ist ein Activity-Indicator, da dreht einfach das Rädchen, während das Bild noch nicht da ist. Das andere ist das Platzhalter-Image oder eben
jegliches Fehlen eines Platzhalter-Stils. Und dann haben wir noch einen Appearance-Style, der sagt einfach ein, wie soll das dann reinkommen, das Bild. Einfach so da sein oder weich einfaden oder nochmal so ein bisschen lustig reinbouncen. Und das zeigen wir jetzt einfach mal. Okay. Ich glaube, hier können wir auch wieder auf den laufenden Simulator. Genau, brauchen wir nicht. Erstmal zurückgreifen. Wir haben einfach mal die Google-Bildersuche ein bisschen. Oh, haben wir hier überhaupt Internet? Haben wir Internet? Ich hoffe es. Werden wir gleich sehen. Das ist jetzt zum Beispiel der Activity Indicator Style. Du kannst ja mal ein bisschen scrollen an dem Ding. Und dann sieht man, ja, während die späteren Bilder geladen werden, kommen die da einfach rein. Das ist einfach nett, weil es funktioniert und man braucht sich nicht drüber nachzudenken. Das Nette ist übrigens, es funktioniert auch natürlich mit lokalen Earls. Also auch hier, wenn ihr große Bilder direkt auf der Platte habt, die dann da angezeigt werden, können einfach statt dem UI-Image dieses Lazy-Image nehmen und dann wird da während des Ladens halt nochmal was Lustiges angezeigt. Ja, bitte. Die Frage wäre, es kommt dann oft vor, dass wenn man zum Beispiel zu schnell scrollt, die irgendwo dann auf einem Objekt letztendlich konzentrieren, dann möchte man nicht, dass die ganzen Bilder jetzt erst rein abgearbeitet werden. Das heißt, kann ich auch eine Priorisierung erreichen? Bei dieser Implementierung nicht. Aber natürlich wäre es durchaus möglich, das ein bisschen schlauer zu machen. Man kann diese hier zum Beispiel auch nicht abbrechen. Das war damals so gedacht, ich will da meistens durch eine Liste browsen, wo ich im Wesentlichen alle sehen will, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das heißt, es ist gar nicht so schlau, ständig wieder abzubrechen, wenn die Listenelemente irgendwie aus dem Fokus kommen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der User das dann später sehen will, doch relativ groß ist. Natürlich, je nachdem, was für Anwendungsfälle hat, wäre es vielleicht hier sinnvoller, das mit einer Priorisierung oder auch einer Möglichkeit zum Abbruch auszustatten. Kann diese Version jetzt hier nicht. Genau, es gibt da auch Leute, die das anders lösen, die das statt über Subclassing, über eine Kategorie zum Beispiel lösen, hat den Vorteil, dass man dann vielleicht nicht in seinen Interface-Bildern diese LT-Lazy-Image nehmen muss, sondern kann das auf jedem Image-View machen, hat aber dann ein bisschen Nachteile, wenn man das ein bisschen generischer machen möchte mit diesen Stilen, denn das Problem bei den Kategorien ist, dass man ja nicht ohne weiteres irgendwelche Instanzvariablen hinzufügen kann. Es sei denn, man arbeitet mit irgendwelchen Objektassoziierungen, das geht natürlich, ist aber schon ein bisschen sperrig. Gut, nächster Punkt. Web in a Box. Das kommt auch oft vor. Wir machen ja eigentlich nicht so gerne Web-Zeugs, aber oft ist es eben so, dass der Kunde dann noch einen Rattenschwanz an Seiten hat und wenn er uns jetzt fragt, wie lange dauert es, bis ihr diese 150 HTML-Seiten in Code gießt und wir dann sagen, 15 Tage, dann kriegt er einen Herzanfall. Und deswegen können wir dann anbieten, naja gut, es gibt so ein leistungsfähiges Control unter iOS, das heißt UI Web View, das ist quasi so eine Art Browser in der Box, das könnte man verwenden. Manche Leute machen das auch um ihre Bestellprozesse, also irgendwo, wo es kritisch wird, wo es Richtung Verifikation von Kreditkartendaten etc. etc. Wenn es darum geht, Geld abzugreifen, dann wechseln wir dann ins Web, aber damit wir dann nicht irgendwie die Anwendung verlassen, dann müssen wir das im Browser in der App anzeigen. Dazu haben wir uns einen ganz einfachen Controller geschrieben, der die wichtigsten Dinge einfach mal tut. Auch das hier ist natürlich nicht Rocket Science, was allerdings auch vorkommt, muss man mal drüber reden. Zum Beispiel haben wir die Anforderung gehabt, bitte unsere Handelspartner von der Webseite einbinden. Dachten wir, okay, da kriegen wir eine URL und dann zeigen wir die einfach an. So, jetzt ist aber in der URL ist dann jede Menge Kladderadatsch für die normale Webseite. Da gibt es ja keine Mobile Version oder so. Ja, und das Größte an Kompromiss war dann, wir könnten Ihnen aber Markierungen in der HTML-Seite unterbringen, die Sie dann mit einem HTML-Rahmen umsammeln und dann kriegen wir das rein. Und dann haben wir das halt gemacht und unsere Funktion ausgedacht, die halt irgendwie da rumschnippelt und sich Zeugs holt. Das könnte dann so zum Beispiel aussehen, in der einfachsten Version, wenn man das nicht braucht, einfach einen LT-WebView-Controller angeben mit der URL und die Frage, ob Links extern oder nicht extern geöffnet werden sollen. Das ist ja auch immer eine Entscheidung, die man an der Stelle treffen muss. Lasse ich den User da weiterblättern bis Anno Tobak oder verbiete ich ihm zumindest da tiefer reinzugehen. Etwas komplizierter wäre die Version mit diesem Schnippeln. Da gibt man hier zum Beispiel einen Start- und einen Ende-Tag an. Ich gebe zu, das ist hässlich.
Aber manchmal hat man eben nicht die Wahl und muss es irgendwie lösen. Die Alternative wäre, es gäbe keine Alternative, ja, weil wenn die sich die Handelspartner ständig ändern und wir können nicht ständig Updates ausrollen und dann, ja, und der Kunde versteht auch nicht, dass komplexere Dinge dann noch mehr Geld kosten. Deswegen haben wir das hier gemacht. Wir können es kurz zeigen, auch wenn es nicht groß überraschend ist. Willst du noch auf die UI-View-Controller-Extension hinweisen? Ah, richtig, genau. Ich spreche nachher nochmal ganz kurz über Kategorien. Hier habe ich mir eine geschrieben, die heißt Present Model View Controller on Navigation Controller with Title. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber hier bei uns war das ziemlich oft, dass wenn wir irgendwie einen View Controller anzeigen müssen, wir den gerne mit so einem Fertig-Button und einem schönen Titelbereich anzeigen. Das könnten wir jetzt alles selber bauen. Man kann aber einfach einen Navigation Controller nehmen, dem einen Titel geben und diesen als Route Controller drauf pushen und das alles ohne dafür zu zahlen. Deswegen hier in einer Zeile diese Geschichte. Gibt hier noch eine erweiterte Version with Tint Color, denn natürlich möchte der User, wenn er eine spezielle Tintfarbe gesetzt hat, nicht der User, Quatsch, der Kunde, wenn er für sein Branding irgendwie ein spezielles Rot hat, dass auch diese eingebundene Webseite in seinem Superrot ist. Ja, das sieht dann einfach so aus, wenn man es startet. Wo hast du denn hier? Gute Webview-Controller. Genau. Ja. So, dann. Auch hier nichts, was wirklich überraschend ist, aber an der einen oder anderen Stelle einfach ein bisschen Zeit spart. Eine Sache hier noch. Da haben wir in den Webview, haben wir noch im Delegate noch ein bisschen dieses MB-Progress HUD eingebaut. Das kommt nämlich nicht von alleine. Also jedes Mal, wenn wieder mal ein Link geladen wird, vielleicht kannst du noch mal auf einen klicken, dass wir es noch mal sehen. Jedes Mal, wenn wieder ein Link geladen wird, präsentieren wir zumindest hier noch mal den MB-Progress HUD. Ob das jetzt irgendwie besonders instruktiv ist oder nicht, man könnte das natürlich auch noch optional machen. Gut, so viel dazu. Der nächste Punkt. Einfache Formulare. Das kommt auch immer wieder mal vor. Und sei es, um Login oder Passwort abzugreifen oder eine Newsletter anmelden oder irgendwas. Es gibt da ja natürlich tolle Sachen für. Es gibt Quick Dialog zum Beispiel. Oder man könnte natürlich auch In-App-Settings-Kit irgendwie draufwerfen. Oder selber über Tableview-Sachen irgendwelche größeren Dinge tun. Manchmal reichen allerdings einfach nur mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 UI-Text-Fields mit 6 Labels, um irgendwas eingeben zu können und dann vielleicht noch einen Button, um es abzuschließen. Wer das schon mal gemacht hat, trifft im Wesentlichen auf zwei Probleme. Einmal das Problem, dass das Keyboard immer im Weg ist. Keyboard ist im Weg, weil es natürlich dann da hochscrollt und dann muss man irgendwas tun. Man kann dann diese Did-Show-Keyboard-Notifications abfangen und kann dann ein bisschen Mathematik machen und das dann hochschieben oder runterschieben. Man kann aber auch einfach die Klasse TP-Keyboard-Avoiding-Scroll-View benutzen. Die gibt's auf GitHub, Link zeige ich nachher. Das ist ein besonderes Scroll-View, der euch die Arbeit im Wesentlichen abnimmt. Das ist ein Drop-In-Replacement, UI-Scroll-View raus, TP-Keyboard-Avoiding-Scroll-View rein und nie wieder drüber nachdenken, ob das Keyboard im Weg ist oder nicht. Das zweite Problem ist die Return-Taste. Also wenn man da so verschiedene Felder hat, dann will man ja manchmal so weiterschalten. Und auch hier haben wir uns überlegt, man kann ja über das Keyboard dieses Auxiliary View anmelden, wo man dann so eine Toolbar hat, machen auch viele Varianten und kann das dann benutzen. Wenn der Platz aber klein ist oder man das nicht möchte, gibt es auch die Möglichkeit, auf der Tastatur diesen rechts unten Knopf, der meistens Return heißt, zum Beispiel auf Next und dann abzubilden. Und wenn man sich hier so über so einfache Dinge bewegt, kann man das einfach in die Klasse mit reinschreiben. Die guckt dann einfach, wie viele Textfields habe ich und wo muss ich dann den Return-Button wie setzen. Und dann kann man das einfach vergessen, indem man diesen Controller nutzt. Dazu gibt es keinen Code, deswegen würde ich sagen, schauen wir es uns einfach mal kurz an, wie das in echt funktioniert. Die Combo-Box. Simple Forms. Genau, die Combo-Box hast du uns jetzt unterschlagen. Genau, die Combo-Box habe ich unterschlagen.
Eine Sache, die wir auch manchmal haben, ist, dass wir irgendwelche, also wir, wenn wir Mockups vom Kunden kriegen, sehen wir dann so ein Eingabefeld und ganz oben ist dann eine Combo-Box. So heißen die zumindest unter Windows. Und also diese klassische, ich wähle aus mehreren Alternativen eine aus. Und dann sagen wir, Entschuldigung, aber wenn ich nativ iOS programmiere, habe ich dieses Element nicht. Ja, gut, da gibt es dann aber doch diesen Picker und dann kann man das doch irgendwie machen und das ist doch, das sehe ich doch in ganz vielen Apps, das kann doch nicht lang dauern. Ist auch so, bloß braucht man bei dem UI Picker View, braucht man ja normalerweise eine Data Source und Delegate und das ist alles super kompliziert. Und wenn es mal schnell gehen muss, dann wäre es doch viel einfacher, wenn ich dem einfach einen Array mit Elementen gebe, Strings in der einfachsten Form und einen Block, wenn irgendjemand was ausgewählt hat. Deswegen haben wir das dann zwischenzeitlich auch mal geschrieben. Ja, ich habe mal deine Credentials. Ja, immer parallelisieren ist immer gut. Also von daher. Okay, genau. Also sowas lässt sich auch relativ einfach und gut machen. Und wie man hier sieht, ich weiß nicht, ob du es gezeigt hast, dass das Keyboard eben rausscrollt, das ist dieser Keyboard Avoiding Scroll View, dafür würde sonst irgendwie kein extra. Das ist übrigens, hoffe ich, nicht meine. Nein. Doch, doch. Ach so. Gut. Okay, nächster Punkt. Ich glaube, damit sind wir mit diesem kleinen Beispiel eigentlich auch schon durch. Ein Wort noch zu Kategorien. Oder zwei Worte. Das ist jetzt mal hier die Liste von den Kategorien, die wir in unserer Library drin haben. Man sieht, für alle möglichen Dinge fallen einem irgendwelche Sachen an, die praktisch sind und die man dann einfach als Klassenerweiterung sich noch an die Kategorie ranflanscht. Eine Sache, die wir in der ersten Version der Library gesehen haben, die nicht gut war, ist, dass wir da Namensraum-Pollution betrieben haben. Ich finde es natürlich schöner, wenn ich auf dem Array zum Beispiel, auf NSArray, sowas mache wie, was gibt's da, First Object oder Last Object? Eins von den beiden gibt's nicht. First Object gibt's nicht, aus irgendwelchen Gründen, aber Last Object gibt's. Wir sind so Freunde von Symmetrie, deswegen haben wir das First Object einfach dazugeknallt. Und das Gleiche auch irgendwie dann mal in einem Element von, in so einem Grid-View, den wir uns von GitHub geholt haben, weil wir keine Liste, sondern einen Grid haben wollten. Und prompt wurde die App rejected mit This app uses private API Grid-View for table irgendwas. So, da war dann wieder das Problem, dass man ohne es zu wissen eine private Methode genutzt hat. Ich glaube, mittlerweile gibt es diese Checks auch im Xcode-Uploader. Dennoch, bei den Kategorien ist es so, dass die Command-Line-Completion ist auch sehr hilfreich. Und um jetzt zu wissen, was haben wir da hinzugefügt eigentlich dazu, ist es dann immer schön, wenn wir hier einfach sagen LT underscore und zack, blub, dann poppen eben diese 10 Erweiterungen, die wir hinzugefügt haben, auf. Und man weiß gleich, okay, das kann ich hier übrigens auch tun. Deswegen, auch wenn es ein bisschen weniger schön aussieht, weil man die an sich natürlichen Dinge wie First Object dann halt eben LT underscore First Object nennt. Aber es hat Vorteile, wenn man schnell sehen will, was haben wir da eigentlich alles hinzugefügt. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir sind ja 4 Leute zum Beispiel. Wenn man immer nur selber an den Sachen, die man selber geschrieben hat, arbeitet, dann braucht man das vielleicht nicht. Aber wenn natürlich jemand anders, der die Kategorie nicht entwickelt hat, jetzt mal wissen möchte, was gibt's denn hier noch, dann ist das sehr hilfreich. Was wir zum Beispiel, ich greife jetzt einfach mal eine Sache raus. Und zwar eine, die noch nicht draufsteht, weil sie ganz neu ist. UI Web View plus Extensions. Da haben wir uns eine kleine Methode geschrieben, die diese mehr oder minder hässlichen Schatten oben und unten wegmacht. Das war nämlich dann auch mal, wer ein Webview schon mal eingebunden hat, sieht, dass da oben und unten sind Abschattungen. Die sind von Apple da so rein als Imageviews reingeflanscht. Die kriegt man an sich nicht raus. Und dann sagt der Kunde dann immer, nee, das will ich nicht haben. Egal wie. Interessiert mich nicht, will ich nicht, ist hässlich. So, und dann fangen wir an zu überlegen und da gibt es auch auf Stack Overflow einen ganz hilfreichen Thread zu, wie man diese Image Views dann da rausnehmen kann. Und eigentlich, finde ich, ist das am besten in der UI WebKit plus Extensions aufgehoben. LT underscore eliminate ugly shadows oder so ähnlich. Genau, man kann also da sehr viel machen. Wie gesagt, Namespace aufpassen ist sehr wichtig.
Was gibt es noch dazu? Was gibt es noch? Wir haben natürlich, wir verwenden noch ewig viel mehr Sachen. Das würde jetzt auch nur zu weit führen, das alles zu zeigen. Auf GitHub tummelt sich extrem viel Code. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist überraschend, dass für ein zunächst mal eigentlich proprietäres System so extrem viel guter hochqualitativer Open-Source-Code existiert und der auch noch unter einer extrem liberalen Lizenz, nämlich oft ist es MIT, da zur Verfügung gestellt wird. Das ist richtig klasse. Deswegen, da sind wir wirklich zufrieden mit. Was oft kommt bei uns, ist XML-Parsen. Dazu gibt es 10 Frameworks oder 12 oder 13 oder beziehungsweise Bibliotheken, die das machen. Wir verwenden TB-XML, das kann ich ans Herz legen. Das hat ein stimmiges API, ist rattenschnell und funktioniert einfach. Super. Coverflow ist leider des Öfteren mal gefragt, obwohl es ist overused, aber der Kunde fragt es an und dann müssen wir eine aussuchen. Und die beste Implementierung, die wir gefunden haben, ist iCarousel. Das ist richtig Bombe und hat auch 1000 Stile, Röhre oder Kinderkarussell oder es ist großartig. Ganz viele Dinge kann ich nur ans Herz legen. Jetzt, wo es die Collection Views gibt, gibt es wahrscheinlich nochmal 200 Implementierungen oder man macht selber, es ist jetzt einfacher geworden. Anyways. Netzwerken. Wir verwenden keine dieser Bibliotheken, weil wir meistens die Netzwerkverbindung einfach synchron mit NSData, dieses API, was man eigentlich nicht nutzen soll, NSData with Contents of URL und so, weil es da synchron ist. Aber wir machen das dann eigentlich in Background-Threads und dann darf man es doch wieder machen. Wenn man das nicht machen möchte und es irgendwie anders machen möchte, dann ist AF-Networking ein ganz gutes Tool. Früher gab es mal ASI, HTTP, Request, irgendwas. Das ist nicht mehr maintained. Schade eigentlich, das war auch ganz gut. Ansonsten In-App-Settings. Es gibt jede Menge Table-View-Abstractions für die Leute, denen ein Delegated Data Source immer noch zu kompliziert ist. Es gibt Fotogalerien, es gibt unheimlich viele tolle Controls. Es gibt Replacements von verschiedenen Controls, die man besser customisieren kann. Also GitHub ist ein wahres Füllhorn. Bei den Controls empfehle ich noch Coco Controls oder so heißt diese Webseite. Das ist toll, weil da sieht man meistens dann auch schon mal einen Screenshot, wie das aussieht, kann das bewerten. Super Sache. Also man kann sich überall in der Open-Source-Welt bedienen. Aber ein Wort der Warnung. Obwohl es alles natürlich schön ist und viele Leute machen auch wirklich gute Arbeit, am Ende des Tages, wenn man so größere Frameworks oder Bibliotheken benutzt, müsst ihr euch eines auch wirklich überlegen. Im Zweifelsfall müsst ihr das warten. Müsst ihr einen Bug fixen, weil das für euch keiner macht. Wenn da ein Bug drin ist und der Kunde sagt, jetzt sofort fixen, und dann kann ich nicht bei GitHub ein Issue aufmachen und darauf warten, ob der Kollege irgendwie in den nächsten 3 Monaten mal Zeit hat, das zu fixen. Genauso versteckte Bugs, ne? Die schönsten Bugs sind die, die nicht im eigenen Code sind, sondern den halt von anders geholt hat, weil man dachte, man könnte Zeit sparen. Wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren mal in einem Projekt so eine Fotobibliothek gehabt, das hieß Ego Photo Gallery. Das ist an sich ein super Ding, man kann da schön durchbrowsen, man kann da pinchen und zoomen und man kann da auch sogar, das ist das, was die anderen meistens nicht können, man kann auch das Bild rotieren durch eine Geste, was ich irgendwie ganz, ganz witzig fand. Deswegen haben wir die genommen. Hat auch 2 Jahre lang super funktioniert. So, und dann eines Tages auf iOS 5, was ist da passiert? Bei bestimmten Bildgrößen ließen die sich einfach nicht mehr weiterschieben. Ja, und der Kunde war plötzlich der Meinung, er möchte die Bildunterschriften auch mehrzeilig haben. So, da hatten wir dann ein riesiges Ego Photo Gallery, ist toll, aber es ist ein Riesending. Ja, es hat irgendwie schon ein paar tausend Zeilen Quellcode. Und dann suchst du da rum und jetzt will ich die Bildunterschriften mehrzeilig. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ja, und dann brauche ich 4-5 Tage, um überhaupt zu verstehen, wo die Bildunterschriften da unten sind. Und dann, wie kriege ich den Bug da raus? Also, seid drauf gefasst, wenn ihr viel Code verwendet, im Zweifelsfall seid ihr die Ansprechpartner, um es zu fixen. Das ist, aber das ist der Deal. Ja, das ist, Open Source lebt eben davon, dass jeder auch mal ran muss, wenn es sein muss. Gut, ich habe versprochen noch ein paar Links. Diese Geschichte mit dem Framework bauen würde ich empfehlen. Es gibt da auch wieder, wie für jedes Problem, gibt es 10 Lösungen. Das ist die Lösung, die wirklich funktioniert. Die ist super. Vom Jay Furcoy. MB Progress HUD, TP Keyboard Avoiding View, TB XML, iCarousel.
Das sind so die wichtigsten. Ansonsten könnt ihr auch mal schauen, wenn wir den GitHub-Account dann noch irgendwie nachher twittern oder eher morgen, dann könnt ihr auch gucken, was wir quasi im Watch haben. Und das sind dann auch die anderen Sachen, die immer sehr gut sind. Bevor wir zu Ende sind, ein wichtiges Ding noch. Wenn ihr Git verwendet selbst, dann ist das auch toll, weil man kann dann diese Git-Submodules verwenden. Git-Submodule ist ja diese Technik, dass man das Zeug nicht direkt reinkopiert in seinen eigenen Tree, sondern man quasi eine Verlinkung auf den Tree eines anderen Menschen macht. Und wer schon mal mit einem größeren Projekt gearbeitet hat, das aktualisiert sich auch nur dann, wenn man wirklich will. Oft ist es ein Problem, wenn ich irgendwie 5, 6, 7 Versionen habe, die festzutackern. Ich kann nicht einfach mal ein Update machen, weil wenn ich ein neues Bild davon mache, von einem Kundenprojekt mit einer aktualisierten Library, wer weiß, was mir dann wieder um die Ohren fällt. Das heißt, es ist wichtig, Versionen, die man von extern holt, zu pinnen, damit das alles nachvollziehbar ist. Und außerdem ist es eh besser, weil dann kann man leichter forken und braucht das nicht irgendwie über Copy and Paste zu verwalten. Das noch zu der Idee, warum GitHub und Git Submodule sehr hilfreich ist. Ansonsten hoffe ich, dass wir ein bisschen das getroffen haben, was auch interessiert. Es waren weniger Werkzeuge, eher Code-Snippets. Und stehe noch zur Verfügung und danke erstmal, dass keiner eingepennt ist. Wir hätten noch Zeit für Fragen und da ist auch was in der Mitte. Das Mikro müsste sich auf Windeseilen zu dir bewegen. Es kommt, Mikro kommt. Falsch rumgelaufen, hinten. Da in der Mitte. Aber du kannst auch die Mitte und am Beamer vorbei und dann links abbiegen. Wo denn? Die Hand nochmal hoch, bitte. Du hattest ganz am Ende Git-Submodule empfohlen. War eine Sache, die wir uns auch mal angeguckt hatten. Problem ist gerade, weil du ja auch gesagt hast, bei externen Libraries musst du auch mal selbst dran. Du kannst die Änderung nicht committen, was wir mitbekommen haben. Die Dinger bleiben dir dann für immer im Status hängen und man kriegt sie nicht so ganz weg. Lösung, irgendwelche Ideen oder sonst was, hier drumherum kommt, auch nicht bekannt? Leider nicht. So, bitte? Ja, genau. Also, ja. Also grundsätzlich ist das ein Problem, was man nicht direkt lösen kann. Man muss dann es halt doch irgendwie eigene Änderungen dran machen, damit es wenigstens A, nachvollziehbar ist und B, vielleicht eine Möglichkeit hat, dem Originalautor die Gelegenheit zu geben, weil ich gehe mal davon aus, dass du was ändern willst, was für alle sinnvoll ist, die das gegebenenfalls verwenden. Dann ist es natürlich am besten auf GitHub direkt forken, deinen eigenen Fork als Submodule einbinden und dem Kollegen einen Pull-Request schicken. Ist nicht ganz toll, aber die Alternative wäre, das dann nicht zu submodulen und einfach rein zu kopieren mit den eigenen Änderungen. Kannst du machen, aber dann hast du wieder das Problem, dass es von der Wartbarkeit dich irgendwann irgendwo hinbeißt. Ja. Git Subtree habe ich da gehört. Das kenne ich wiederum gar nicht. Was tut das? Git Subtree hat sich ursprünglich mal als Alternative zu Submodules entwickelt, als es da noch so ein paar Schwächen gab, die inzwischen, glaube ich, auch schon weitgehend weg sind, und nutzt letzten Endes die niederen Tools von Git, also nicht das Porcelain, sondern die Low-Level-Elemente, und klont im Prinzip ein anderes Repo in das eigene Repo rein. Und man kann das dann auch updaten und verwalten. Das ist von der Wirkung ganz ähnlich wie Submodules, nur halt man kann auch in dem Code Änderungen machen und das wird dann quasi wie ein Branch behandelt von dem Originalen. Gut, das klingt mega interessant. Also Git Subtree merken. Vielleicht ist das eine elegantere Lösung. Und ein großer Vorteil ist, wenn man das Repo klont, also auch von Remote, sind die Subtree-Dinger automatisch drin. Das heißt, da muss man nicht noch irgendwie Submodules init machen. -recursive oder so. Ja. Mittlerweile kann Git das beim Klonen mit -- recursive oder so. Das ist dann also halb so schlimm, aber trotzdem gute Sache. Git Subtree. Mhm. Weitere Fragen, Anmerkungen hier vorne in Rot. Du hast ein bisschen von der UI WebView gesprochen und ein bisschen gezeigt, was ihr damit macht. Was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ist unter anderem diese Forms-Geschichte, was du gezeigt hast, dieses Next, 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 Previous, Previous. Ja. Ich fand das ganz praktisch. Ich bin überhaupt nicht derjenige, der verteidigt, alles über HTML zu machen, aber ich wollte wissen, ob ihr da in der Praxis auch ab und zu
ja, ich wollte fast sagen, überbenutzt UI WebView, um manche Fälle zu vereinfachen mit dieses schreckliches JavaScript-Methode. Also das Problem ist bei uns immer, wir sind selbst keine Web-Leute, wir müssen es immer outsourcen und dann kostet das immer so unvorstellbar viel Geld. Aber bei unseren eigenen Apps benutzen wir es meistens für die Hilfesysteme. Das ist dann, wird dann irgendwie, das ist dann schön mit einem Stylesheet irgendwie gemacht und es lässt sich halt dann eben doch einfacher updaten, als ein App-Update zu shippen. Und indem man da einfach auf eine Webseite verweist. Nachteil ist, es ist natürlich nicht offline verfügbar, obwohl man es jetzt auch mal cachen könnte und so. Aber also wir benutzen es auch, aber eigentlich nur, um Sachen abzubilden, wo es wirklich aufwendiger wäre, das in Code zu lösen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir wirklich nicht die Webleute sind und das nur machen, wenn es nicht anders geht. In dem Fall ja, aber ich, also manchmal ist es halt... Manchmal ist es, bringt es bestimmt genau. was. Aber auf der anderen Seite muss man aufpassen, die meisten Leute, die aus der Web kommen, wenn die entdecken UI WebView, die wollen alles damit machen. Ja, wir hatten neulich, vielleicht, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, das noch als Anekdote. Wir hatten mal ein Projekt mit einer externen Hardware gebaut. Das ist so ein professioneller Laserscanner. Als Zubehörschuh in das iPhone und dann kann man da die Barcodes durchscannen. Großartige Sache. Wir haben da für den Kunden ein Projekt gemacht, das war eine Fahrzeugverwaltung oder irgendwas, wo man dann die LKWs on the field scannt und dann kann man da irgendwelche Dienstleistungen drauf buchen und das ist alles super toll, war aber eine relativ aufwendige App. So, und der Kollege hat dann entschieden in der zweiten Version, ich zeig euch's. Jetzt machen wir es günstig. Ich mache jetzt alles mit Web. So, aber ihr müsst mir bauen jetzt ein System, mit dem meine Scan-Ergebnisse in den Webview reinkommen. So, und dann fängt er an, dann wird es ja wirklich eklig. Ja, dann fange ich wieder an mit irgendwelchen, ich muss dann da JavaScript aufrufen, damit Coco und der Webview irgendwie miteinander reden, damit ich dann diese ID da reinkriege, die ich da abgescannt habe, weil die lebt ja in der Objective-C-Welt, weil es gibt nämlich kein Plugin dafür, dass das einfach der Webview von alleine macht mit dem Laserscanner. Also da wird es dann auch relativ schnell eklig und das ist auch das Problem. Der hat es dann gesagt, ja, das ist für ihn günstiger, wenn wir das machen. Und dann macht er alles Weitere halt in seiner Welt, in der Webwelt. Gut, kann man machen. Muss man aber nicht. Also, ja. Weitere Anmerkungen oder noch Fragen? Gut, es ist ja auch für uns die sechste Stunde. Insofern würde ich sagen, nochmal vielen Dank und schönen Abend noch.